Uncharted, Nathan Drake Collection. Wir machen weiter. Jetzt mit Among Thieves, dem zweiten Teil aus der Uncharted-Reihe. Bei unserem Sommer-Blockbuster-Streaming-Special hier bei Basement Time. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr habt alle euer Popcorn bereit. Getränke am Start. Und was ihr sonst noch so braucht, um den Stream zu genießen, dann würde ich sagen, drücken wir jetzt einfach auf Go, oder? Seid ihr dabei? In 3, 2... Und wir haben den Counter für Tode resettet und rechnen nachher zusammen. Wir halten kurz zusammen. Nochmal kurz fest. Base ist bei Uncharted 1 35 Mal gestorben. Nicht wie ein normaler Mann hier gerade versucht, das nach oben zu korrigieren, ja? So, let's go. Habe ich auch mal gespielt, aber ich weiß nicht mehr welches. Okay, alles klar. Ta-da-da-da. Ja, weil wartet mein Song Request immer noch im Bot. Ja, T-Brainer, und irgendwann, ne, wenn ich die Song Request wieder anmache, dann geht's los. So, da sind wir. Zack. Aus dem Menü ins Menü geladen, Uncharted 2 Among Thieves. Und da startet die Mucke auch schon. Oh ja, so gut. Vielleicht ist es dieses gewesen, Klini. Hast du dieses Uncharted gesehen? So, wir starten jetzt. Und wir fangen mit einem neuen Spiel an. Und ja, wir übernehmen alles. Und wir machen eine Kampagne. Und wir machen wieder auf normal, damit wir sehen können, ob Base lernt, ne? Dann mache ich neue Spieldaten, neuen Speicherort und dann let's go. Es geht los. Es geht los. Ich freue mich. Oh. Marco Polo auf dem Sterbebett, Leute. Na, wo sind wir hier? Das ist mein Blut. Mein Blut, verdammt viel von meinem Blut. Oh Gott! Au! Das ist meine Eröffnung, oder Leute? Ja, Felsenfest Kapitel 1. Seid ihr alle da? Oh Gott. Okay. Oh Gott, komme ich hier drum? Ich komme hier drum. Okay, warte. Okay. Der hatte Teil 1 doch schon viele, viele Kugeln abbekommen. Warum ist es jetzt nicht plötzlich ein Problem? Nein, kein Problem. Das sieht nicht gut aus. Ja, gut. Base klettert lieber auf die andere Seite. Das Ding biegt sich so komisch runter. Ich gehe mal hier rüber. Oh shit, das war die Tür. Okay. Alles gut, ich krieg das hin. Ich bin Profi. So. Okay. Ei! Aha. Oh shit! F für die Tür. Ja, und F für ein Stück von der Achse, ja? Springen. Ah, okay. Oh, ah. Also, dass der mit einer Kugel im Bauch, ne, so klettern kann, ne? Dafür Kudos. Ah! Okay. Der Zug fährt nirgendwo mehr hin. Okay. Ah, ich hab's gleich. Ah, das Rohr. Okay. Ah! Alles gut. Au. Okay. Wir schwingen. Au. Ups. Das hielt auch nicht mehr lange. Okay. Okay, ich bin oben. Oh Gott. Okay. Höhenangst irgendwer? Let's go! Eieiei. Okay. Okay. Hab's. Oh shit. Erste Klasse, der Sitz hält nicht. Okay. Okay. Oh Gott. Ah. Puh. Und. Oh Gott. Oh shit. Okay. Wir klettern hier weiter. Okay. Hier. Ah, wieder zurück an mein treues Röhrchen hier. Das hält. Okay.
Oh, oh. Oh shit. Ich kann mir das nicht anschauen. Bin gleich wieder da. Alles gut, Katze. Wir schaffen das. Oh Gott, ich bin oben. Ich bin oben. Alles gut. Guck. Alles gut. Nichts passiert. Hey, guck mal. Easy. Da hoch. Okay. Ah, guck mal. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Okay, okay, ich bin oben, ich bin oben. Ah. Oh. Ah. Oh. Leute? 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 Oh. Ah. Luigi, grüß dich, willkommen im Stream. Na, wie geht's dir? Oh, jawohl. Jetzt erstmal was trinken. Kakao mit Wasser statt Milch getrunken? Kann man das machen? Wie? Du meinst so ein Instant-Kakao? Ich weiß ja nicht. Das einzig wahre mit Milch. Ganz allein, Seemann? Harry Flynn? Hey! Was zur Hölle machst du denn hier? Ich hab dich gesucht, Mann. Oh, oh. Sollte ich mich freuen oder lieber nicht? Von beiden ein bisschen. Komm her. Ich habe einen Job für uns. Ach ja? Ein Kunde will uns ein kleines Vermögen zahlen, wenn wir ihm ein ganz bestimmtes Objekt beschaffen. Und weiter? Tja, und jetzt kommt der Haken. Oh nein, du bist ja verrückt. Ja, lass mich ausreden. Wir beide kennen zwei Typen, die beim Einbruch ins Museum draufgegangen sind. Und einen, der es geschafft hat. Gerade so. Ich schaff das nicht ohne dich. Du bist der Einzige, der da reingekommen ist und weiß, dass man zwei für den Job braucht. Nein, nein, nein. Drei braucht man. Ja. Und wo wir gerade vom Teufel sprechen? Chloe Fraser. Nate Drake. Nathan Drake. Hallo, Harry. Chloe ist einer der besten Fahrer in dem Geschäft. Das kannst du mir glauben. Bestimmt. Pass auf. Ich habe alles geplant. Rein durch die Kanalisation. Kann's kaum erwarten. So kommen wir in den Hof und von da klettern wir dann die Mauer rauf. Überqueren das Dach und lassen uns in die Ausstellungshalle runter. Und bingo. Und wozu der ganze Aufwand, fragst du dich sicher? Tu ich nicht, aber nur zu. Das ist es? Eine Öllampe? Ja. Die ist wertlos. Was soll das? Haben wir uns auch gefragt. Genau deswegen sind wir hier. Tja, er arbeitet wohl für einen Spinner. Einem Sammler. Mit einfach zu viel Zeit und zu viel Geld. Und ganz nebenbei erwähnt, das ist es nicht wert. Jetzt wart doch. Wie steht's denn so mit deinem Schullatein, Nate? Woher hast du das? Ausgeliehen. Von dem Spinner, der zu viel Geld hat. In Trabesund wurden wir von Dieben überrascht. Vater, Maffeo und mir wurden die Schätze gestohlen. Das Schriftstück ist von Marco Polo. Ja, so weit waren wir auch schon. Stell dir vor. Dummerweise ist der Rest davon Unsinn. Hey, Moment. Damit sie niemals in falsche Hände falle, verbarg ich meine Sorge am unwahrscheinlichsten Ort. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Sag ich doch, totaler Blödsinn. Er meint die verschollene Flotte, verstehst du? Ja. Hallo, klärt mich bitte jemand auf. Marco Polo verlässt China. Mit 600 Passagieren und 14 Schiffen voller Schätze von Kublai Khan. Und anderthalb Jahre später erreicht er Persien. Mit nur noch einem Schiff und nur 18 Passagieren. Und dabei hat er jeden einzelnen Schritt seiner Reise notiert. Nur nichts über die Schiffe und die Passagiere. Also sind da irgendwo 13 Schiffe mit den Schätzen des Kaisers, die nur gefunden werden müssen. Ja, und das weiß auch euer geschätzter Kunde. Hier, die Lampe. Voller mongolischer Schriftzeichen. Ganz bestimmt ein Geschenk von Kublai Khan. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Marco Polo hat was in der Lampe versteckt. Ein Hinweis, wo seine Flotte geblieben ist. Oh yeah. Und... wir hauen den Typ übers Ohr. Verlass dich drauf. Bist du dabei?
Aber klar doch. Was soll denn schon schief gehen? Was soll schon schief gehen? Bibi, Katze, Bibi! So, wir sind den Zug hochgeklettert. Gerade so, falls du das verpasst hast. Und der Zug hat es leider nicht geschafft. Der ist nämlich abgestürzt. Okay. Ich bin wach. Ich bin wach. Aber Schnee, ist das nicht schön? Oh Gott. Okay. Oh Gott. Oh shit. Okay. 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 Oh shit, das war knapp, okay. Wir sind auch richtig winterlich angezogen, das passt alles, ne? Au. Au, 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 okay. Oh, hallo Sila. Waffe, sehr schön. Okay. Ah, hier. Hallo? Oh, mehr Munition, okay. Oh. Die Tür. Verschlossen. Ja, ich hab doch einen Schlüssel dabei. So, geht doch. Fühlt den Schmerz. Okay, nachladen kann ich auch. Okay. Oh shit! Was zum Geier, warum explodiert er? Okay. Zumindest frieren wir nicht neben dem Feuer, ne? Krieg ich das auf? Oh Gott. Die Schulter. Oh, wir müssen wieder klettern. Okay, wir haben's. Eieiei. Ich glaube, ich bin gleich oben, ja. Erstmal hier Überblick verschaffen. Oh, guck mal, hier ist der Rest vom Zug. Oh, der Sprung, okay. Okay, okay, und hoch. Zieh dich hoch. Geschafft. Au! Okay. Einmal in der Waschmaschine. Okay. So viel dazu. Und jetzt ist er wieder weg. Also zurück zum Flashback. Ja, ich komme ja. Hallo. Oh, hallo. So viel zum Vorspiel. Erklärst du mir vielleicht mal, was hier los ist? Du meinst mit Flynn? Ja, du hast nichts gesagt. So war's doch viel lustiger. Egal. Du bist nicht gerade das, was man leicht zu finden nennt. Besser als leicht zu haben. Er ist eifersüchtig. Vergiss mal nicht, wer hier wen im Stich gelassen hat. Du hast gar kein Recht, eifersüchtig zu sein. Jetzt mal langsam, Chloe. Wenn es dich beruhigt, meine Beziehung zu Flynn ist rein geschäftlich. Ach ja? Meistens jedenfalls. Boah. Als mir klar wurde, dass er tatsächlich eine Spur hat, habe ich mir gedacht, du wärst gern mit von der Partie. Was hast du vor? Wie abgemacht. Wir ziehen es durch, suchen die Schiffe und hauen mit dem Schatz ab. Mit Flynn? Mhm. Und dann? Und dann teilen wir alles durch drei und du und ich verschwinden. Zusammen, diesmal. Verstehe. Bis dahin darf er nichts von uns wissen. Der flippt aus vor Freude. Das wird er schon überleben. Vertrau mir. Soweit so klar, Leute, oder? Oh.
Aufstehen. Okay. Ich bin wach, ich bin wach. Okay. Zum Geier. Oh, okay. Ah, dann los. Jupp. Oh Gott, wir hängen schon wieder beim Abgrund. Ha. Ah, einfach hier hoch. Ganz einfach. Okay. Okay. So. Guck mal. So viel Zug kann doch hier gar nicht mehr sein. Okay, ein Stück weiter noch. Komm. Oh. Also fühle ich mich jeden Montag, Leute. Könnt ihr das verstehen? Okay. Oh Gott. Oh, hallo. Istanbul, 4 Monate früher. Packst du das auch? Mit einer Waffe ging's mir besser. Die brauchen wir nicht. Nur für den Notfall, mein. Flynn, das sind nur Museumswerte. Mit festgelegten Kontrollrouten, bleib cool. Bleib cool? Bleib cool? Warst du schon mal in einem türkischen Gefängnis? Wenn die uns erwischen, sperren sie uns ein und schmeißen den Schlüssel weg. Das ist dir doch hoffentlich klar. Das ist mir klar. Naja, dich macht sowas vielleicht an, aber mich nicht. Wir können uns keine Fehler leisten. Klar? Keinen einzigen. Oh. Wir sind da. Jawohl, Profis bei der Arbeit. Hier lang. Mhm. Woher weiß er das jetzt? Was machen wir, wenn sie die Wachen wechseln? Das sehen wir, wenn es soweit ist. Wir können doch nicht völlig planlos vorgehen. Ich bin nicht planlos, ich improvisiere. Ach, so nennst du das? Ja, ich bin anpassungsfähig. Anpassungsfähig? Was für ein Angeber. Da. Was habe ich gesagt? Dieser Gang führt uns direkt unter das Museum. Du hattest recht. Vertrau mir doch einfach, Kumpel. Okay, und den hier nehme ich. Und denk dran, wir kommen nur durch den Turm in die Ausstellung. Aber bei dem Flutlicht kommen wir nicht weit. Ich kenne den Plan. Sorg einfach dafür, dass der Strom aus ist, wenn wir den zweiten Hof erreichen. Die Lichter werden aus sein. Ich warte mit dem Wagen am Treffpunkt. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass ihr rechtzeitig da wieder rauskommt, okay? In Ordnung. Okay, genug geredet. Packen wir es an. Ups. Chloe. Wir sehen uns später. Kann's kaum erwarten. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Weißt du wirklich, wo es lang geht? Hast du Zweifel? Okay. Der Einbruch, Kapitel 2. Ihr seid so still. Seid ihr noch da oder ist Twitch gerade gemein? Ne? Normalerweise kenne ich euch viel, viel aktiver beim Reden. Oh, oder Schreiben. Ups. Oder wart ihr jetzt gerade so immersiv in der Cutscene drin? Gefühl, wenn das Wasser die Jeans so glitschig macht. Okay. Oh, er gibt auf jeden Fall den Weg vor. Ups. Wie in alten Zeiten, oder? Ja. Wann waren die noch gleich? Genau. Nach zur Seite. So, sorry. Dann da hoch, okay. Puh. Achso, und. Ah, und hochziehen. Ganz einfach. So.
Jetzt muss ich aber mal gucken, kann irgendjemand von euch was schreiben? Ich teste das mal gerade. Nicht, dass irgendwie Twitch mal wieder gerade blöd ist. Ich teste einfach mal, ich schreibe euch mal was. Kuckuck. Meine Nachricht scheint anzukommen. Jetzt ist die Frage, ob ihr auch schreiben könnt. Alle gerade so still. Das bin ich ja bei euch gar nicht gewohnt. Okay, doch. Also, bei mir scheint alles anzukommen. Müssen wir mal gucken. So. Warte mal. Das kann nicht sein. Wir sind irgendwo falsch abgebogen. Aha. Hey, wetten, dass wir da genau in den Heizraum kommen? Und dann sind wir drin. Wie Papa Errol, was? Was? Na, Flynn. Was soll das? Hilf mir einfach. Okay. So, hilf. Flynn, hilf. So. Los Aha. geht's. Huch. Danke. Okay. So, komm, einfach nach oben klettern. Gut, dass sie hier so Ziegel verbaut haben, dass man da klettern kann. Bist du bereit? Ja. Ohne Fleiß kein Preis. So, und oben. Auf geht's. Alles klar. So. Okay. Ah, okay. Hier lang. Ich glaube, wir brauchen hier wieder. Ah. Die Leiter da oben. Okay, okay. Sam, wo bleibt der denn? Ja. Ups. Hab sie dir runtergeworfen. Yep. Ah, lang machen. Okay, hier geht's zum Hof. Mhm. Autsch. Nein, da gehen wir nicht lang. Ich brauche meine Haut noch. Okay, hier muss es irgendwo ein Absperrventil geben. Vielleicht findest du es ja. Lass hier oben. Ha! So, Kellerkinders, schreibt mir mal was. Ich krieg grad Panik, dass ihr mich alle nicht sehen könnt. Oder schreibt mir in Discord, ob ihr mich sehen könnt. Bin das gar nicht gewohnt, dass ihr so ruhig seid. Oh, hoppala. Jetzt muss ich der Sache gleich noch auf den Grund gehen. Okay. Schwingen, ne? Yep. Und hep. Knapp. Okay. Achso. Und. Okay, er macht's vor. Wir machen nach. Drücken Sie bei einem Gegenstand Kreis, um in Deckung zu gehen. Oh, okay. Deckung. Okay. Hier um die Ecke muss eine Tür sein. Hier gehen wir rein. Wenn wir durch sind, geht alles nach Plan. Verstanden? Wie in alten Zeiten, oder? Ich bin doch hier, oder? Ja. Yeah. Perfekt. Mhm. So. Jetzt ist es seltsam, jetzt investigiere ich mal gerade. Warte mal kurz, ich kriege hier Nachrichten. Wir sehen dich, aber der Chat ist kaputt. Oh nein, Twitch-Chat buggt wieder rum. Ihr könnt das einfach als Twitch-Chat nehmen, okay. Du bist auch kein Mod mehr bei mir? Oh mein Gott. Hat Twitch gerade wieder Trouble? Arg. Okay. Das Schwert ist einfach weg. Okay, aber das scheint ein generelles Twitch-Problem zu sein. Das hat ja nichts mit unserem Stream jetzt hier zu tun. Also es bringt ja auch nichts, wenn ich den neu starte, nehme ich an. Na gut, da muss ich jetzt ein bisschen improvisieren. Alles ist weg. Oh nein, ihr könnt nicht schreiben. Aber gut, ihr könnt auch alles sehen. Das freut mich. Gut, dann machen wir an der Stelle jetzt weiter. Der Film ist mein Name jetzt grün. Okay. So, also weiter im Text. Hallöchen. Ah, da. Abgeschlossen.
Zum Glück bin ich auf sowas vorbereitet. Ich bohre nicht nur in meiner Nase, Kumpel. Moment! Das ist eine Alarmanlage. Die war letztes Mal noch nicht da. Oh, klasse! Und was jetzt? Ich kann sie entschärfen, wenn wir den Verteilerkasten finden. Es muss hier irgendwo sein. Folgen wir doch einfach dem Kabel, oder? Okay. Kabel geht da lang. Kabel geht da hinten lang. Kabel geht da hoch. Jupp. Hallöchen. Verteilerkasten. Das nenne ich mal einen verdammt fetten Sicherungsschalter, oder Leute? Das sollte gehen. Hoppala. Gut, wir sind drin. Okay. Mach auf. Was wird aus dem Timer? Was für ein Timer? Uhu. Der Death Counter? Ach so. Mist. Den schreibe ich trotzdem rein. Also ich kann schreiben. Oh. Um die Deckung um Ecken herum zu verlassen, drücken Sie den Stick nach vorne und drücken Sie kurz Kreis. Hui. Bei einem heimlichen Angriff nähern Sie sich dem Feind unbemerkt und drücken Sie Viereck. Okay. Zack. Einfach ans Ohr geklatscht. Zack. Okay. Und Katze schreibt das so mit. Okay, boah, ist der gerade über ihn drüber gelaufen? Oh, ich auch. Okay. Da ist der Turm. Ja, aber... Ja, mach da einfach mal den Twitch-Chat raus, ja. Wir nicht aufs Dach. Wir müssen es durch den nächsten Hof schaffen. Durch das Tor da drüben. Okay, vielleicht geht Twitch ja gleich wieder. Und hüpp. Okay. Ja, ich weiß, Deckung gehen. Bin in Deckung. Okay. Oh. Ich glaube, er ist tot. Den Balkon da. Wir können auf das Tor klettern. Okay. Okay. Die schönsten Momente meines Lebens. Oh mein Gott. Okay. Oh shit, die gucken doch. Mist. Ich nehme den anderen. Okay. Also los. Okay. Pow. Pow! Voll erwischt. Aber ich habe meinen mit Style ausgeschaltet. Nicht so wie Flynn. So. Wollen wir mal mit dir? Aha, Chokos. 15 Sekunden. Wo wartest du? Wohin? Okay, wir sind fast da. Ich gehe rechts, du links. Okay, ich gehe links. Er hat gesagt, ich gehe links. Oh shit. Ah ne, der dreht um. Hep! Der ist aus. Okay. Oh, jetzt sind wir sneaky? Base und sneaky, ne? Das ist ja genau mein Stehtisch. Okay. Wohin? Wohin? Oben aufs Dach? Kann er nicht hoch? So, hier runter. Okay, ganz ruhig. Okay. Moment. Ne, der dreht gleich um, der geht gleich in die andere Richtung. Base und Stealth, ne? Ist immer spannend. Huch. Okay. Hast du geschafft, Flynn? Guter Mann. Okay. Wenn wir das anheben, können wir drunter durchkriechen. Hey, hey, nicht so schnell. Da ist noch ein Alarm. Na toll. Nimmst du das? Warte.
Toll. Wo ist denn das Ding hin? Okay, warte mal kurz. Kann ich da hochklettern wieder? Das Kabel geht nämlich nach rechts weg und wir klettern da jetzt einfach hinterher. Drück einfach R2, R2, R2 für den Win. Ja, ja, klar. Oh, wartet. Da. Haha, mit dem dicken Schalter wieder. Zack. Okay, ist aus. Easy. Okay, mach auf. Türboxen. Okay. Eins, zwei. Ich schick zwischendurch mal einfach Emotes in den Chat. Seht ihr die denn, wenn ich was schicke? Los, hast du's? Ja. Schnell. Okay, okay, los. Beeilung. Moment. Nö, sehen nix. Oh, schade. Geht es denn in anderen Streams? Den Hof, um aufs Dach zu kommen. Okay. Ich lass dich mal die Dreckarbeit machen. Genau. Wo geht ihr noch zum Brunnen? Yorgunum, bir an önce eve gitmek istiyorum. Okay. Soll zum Brunnen gehen? Okay. Slap! Licht aus. Mist. Was? 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 Oh nein. Gilt das als tot? Gilt das als tot? Sagt mal was. Ja, sieht nicht so aus, als ginge es gerade irgendwo. Okay. Okay, also es geht bei allen Leuten nicht. Also ein generelles Twitch-Problem. Okay. Jetzt geht der weg, ey. Bong. Was denn? Das ist Flynn, das bin ich, war ich. Bist du gestorben, Bass? Nee, aber wir wurden entdeckt. Aber es liegt nicht an mir, es liegt am Flynn, dem ollen Sack. So, wartet mal kurz. Nochmal, Katze. Okay, also ich bin zweimal draufgegangen, wenn wir das zählen. So, und jetzt hoffe ich, dass Flynn es nicht wieder verkackt. Transfer olmamış mıydı? Sakla dur. Nicht aus. Er hat ihn doch getötet. Ich nur noch zu dem Fenster rauf. Okay. Welches Fenster? Das sind verdammt viele Fenster. Okay. Der Discord war noch nicht so aktiv. Ja, ja. Oh, behende wie eine Katze. So. Hoch. Die Leute, die den Stream verpassen, werden verwirrt sein. Ja, auf jeden Fall. Okay. Oh. Das sind aber viele. Mist. Was jetzt? Wenden wir das Blatt doch wieder zu unseren Gunsten. Oh, Klasse. Knarren? Was soll das? Entspann dich, Mann. Die sind nur zur Betäubung. Also vollkommen ungefährlich. Das kannst du doch mit deinem Gewissen vereinbaren, oder? Oh, gute Idee. Gut. Okay, nur ein kleiner Tipp. Die Reichweite ist lausig. Wir müssen also dicht dran. Kriegst du das hin? Hm? Ich kann schießen, Klugscheißer. Okay. Okay. Bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım. Eşin zayıf neyim? Bizim görevimiz değil ki. Bunlar ne ki zaten? Eski sergiden kalan eşyalar. Depoya gidiyorlar. Bana çer çöp gibi gel. Hallo? Auf den Kopf? Also wirklich. Okay. Wie nah müssen wir denn ran? Näher? Näher ran?
Zeit für ein Rätsel, oh mein Gott. Okay. Pop. Hä? Warum schläft der nicht? Was? Okay, das war Nummer 3. Warte mal kurz, ich teste mal gerade was. Kann ich zumindest den Bot bedienen? Nö, das geht auch nicht. Okay. Okay. So, jetzt weg da. Wie nah muss ich denn ran, damit er das sieht? Oder damit das funktioniert? Und hepp. Hepp. So, jetzt. Alles klar. Nur nicht getroffen, scheinbar. Okay. Wir müssen zu dem Weg rauf. Ja, Weg rauf, Weg rauf. Das könnte gehen. Ach, da. Natürlich. Dafür, dass es Räder hat, ist es ziemlich schwer. Okay. Ja, das läuft. Jetzt brauchen wir bloß ein Pferd. Bitte was? Über die Balken kommen wir aufs Dach. Aha. Wieder hochkommen. Gut, dass ich das habe, was? Ja. Hey, bitte. Geiler Wurf. Okay. Knöpfe! Oh. Oh! Oh shit! Zack! Ausgeschaltet! Der schläft, dreh dich um, Flynn. Gut. Und ja, ganz langsam. Okay, ich komme. Nächstes Mal nehme ich lieber den Aufzug. Okay, wo lang? Da. Nein. Okay. 8 Balken, hat er gesagt. Okay. Ach, wir müssen auf die andere Seite, okay. Hep! Und hep! Easy. Also die Knöpfe sehen wirklich gut aus. Silber. Bastelzeit. Hallo? Ne, da geht's nicht raus. Da geht's raus. Ha! Okay, da ist der Turm. Ist nicht mehr weit. Danke für die Info, Schlaumeier. Das Obvious. Captain Obvious. Runter da. Okay. Oh Gott. Okay. Nicht nach unten sehen. Nicht nach unten sehen. Easy peasy. Mehmet'e ne oldu? O mu? O artık gündüz vardiyasında çalışıyor. Memnun muymuş? Mutluymuş öyle değil. Ya, ich komm ya schon mal. Ya. Hab dich, hab dich. Ja. Hab dich. Du hast zugenommen, Mann. Mann, das war knapp. Okay. Keine Donuts mehr für dich. Keine Donuts, hat er gesagt. Habt ihr das gehört? Sauerei. Okay. Okay, das schaffe ich. Ja. Oh, das kann er gut. Du bist oben. Okay. Wir schwingen. Und. Hui! Bin hinter dir. Soll es ihm auch besser gehen? Ah. Und hoch. Und hoch. So. Weiter nach oben, ne? Oh Gott. Licht aus. Einer über dir, einer über dir. Einer unter dir, unter dir. Okay. Der schläft bestimmt da unten nur, ne?
Okay. Ja, großartig. Ich sehe dein Haus. Weiter jetzt. Oh, shit. Das Ding ist zu, oder was? Kann ich da hochklettern? Oh, okay. Ei, ei, oh Gott. Unter dir ist eine Wache. Ja. Erwischt. Und... Das ist der neue Navi. Hey, listen, listen. Genau. Fast geschafft. Ja, aber warum ist das Licht an? Chloe kümmert sich drum. Keine Sorge. Okay, wir müssen hier rüber. Okay. Rüberspringen oder hier lang laufen? Nee, ich glaube, wir laufen erstmal hier lang. Okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt macht der das, was ich vorhatte. Oh Gott, ich dachte, jetzt blockt er mich. Buddy blockt tot. Schnell, erledige ihn. Und warum bist du hier? So. Haha. Wir können nicht näher ran, wenn es so hell ist. Was macht sie denn? Komm schon, Chloe. Ha! Ach, braves Mädchen. Super. Achso, das auch? Okay. Okay, alles klar. Ladies first. Wie nett. Auf geht's. Und tschüss. Da ist es. Und da ist die Alarmanlage. Und die ist so eingestellt, dass wir nur das Glas berühren müssen, damit sie losgeht. Kein Problem, Mann. Katze fragt sich die ganze Zeit, was mit Elena ist. Okay. Oh. Haben wir auch das Richtige? Ja, das finden wir am besten gleich raus. Nicht spoilern, Int. Für alle, die es wissen. Oh. Genau, keine Spoiler, das, was Katze sagt. Mist. Das ist die Untertreibung des Jahres. Das ist es? Das ist vollkommen wertlos. Das Licht des großen Khan. Warte mal. Was machst du da? Das ist Harz, es brennt. Und? Gib mir dein Feuerzeug. Hältst du das für eine gute Idee hier drin? Komm schon. Wow. Lass sehen. Oh. Unsere Schiffe trieben durch die Flut in die Wildnis von Java. Hört sich nach einem Tsunami an. Ja, irgendwo im Westen von Borneo. Oh gut, das könnte sein. Hier. Irgendwo bei diesem Berg müssen sie auf Grund gelaufen sein. Mit dem Berg finden wir die Schiffe. Ja, klingt logisch. Moment, noch was. Was war? Als wollte das Meer selbst die grausame Fracht abwerfen, die wir mitbrachten aus Shambhala. Der Fluch von Chintamani. Und das sagt dir was? Shambhala. Verdammt, Flynn. Was? Marco Polo von Shambhala. Shangri-La. Du machst Witze. Mhm. Wenn sie den Chintamani-Stein hatten, ist er vielleicht noch da. Das ist ja wirklich spannend, aber wir müssen jetzt los. Ja, ich komme ja schon. Was soll das? Sorry, Nate. Hier trennt sich unser Weg. Aber was ist mit unserem Plan? Nein, das war dein Plan. Ich habe jetzt meinen eigenen. Komm schon, wirf jetzt das Seil runter. Tja, Nate, damit hast du jetzt wohl nicht gerechnet. Du hast nämlich eine Kleinigkeit übersehen. Partner.
Und willst du mich jetzt erschießen? Nein, ich muss dich nur für eine Zeit aus dem Verkehr ziehen. Mist! Meinst du, ich hätte nicht sofort von den Schiffen gewusst? Jedes Kind hätte das herausgefunden. Ach, Flynn, hör mal. Jetzt sieh's endlich ein. Das war's für dich. Ah, noch nicht. Die Wachen brauchen doch einen kleinen Vorsprung. So, jetzt geht's los. Nichts für ungut, ja? Oh. Dieser Arsch. Oh, shit. Verdammt, Flynn. Ha. Ha. Nein, ihr kriegt mich nicht. Oh, shit. Scheiße, das war's. Okay, da lang. Ah, okay. Ab, 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 ab. Okay. Haha. Nach, nee, denk nach. Okay. Oh, shit. Hier geht's lang. Da. Aha! Ja, hier lang, hier lang. Oh shit. Okay, konzentrier dich, Nick, konzentrier dich. Oh Gott. Ich hier bloß raus. Oh shit. Zu viel Laserpointer. Geht doch. Ich muss zu dir weiter. Okay. Tschüss, Idioten. Oh, okay. Venedig? Venedig? Du hast eine Kleinigkeit übersehen, was, Partner? 3 Monate später. Sieh's ein, du wurdest verarscht. Ach, wirklich. Hey, hey, hey! Hau ab, du verdirbst uns die Show. Ach, wie schade. Sully! Dich kann man keine Minute allein lassen. Bin ich froh, dich zu sehen. Wie läuft's, Kleiner? Gar nicht mal so gut. Naja. Nein, keine Ahnung. Du musst ein paar Leute schmieren. Hab dein ganzes Geld verbraucht. Und eine Menge von meinem. Junge, du stinkst. Ja, fast so schlimm wie deine Zigarre. Ja. Wie hast du mich gefunden? Ja, mich hat jemand um Hilfe gebeten. Hallo, Nate. Oh nein, nein. Warte mal. Sully, wirf sie raus und schließ ab. Hier sind wir sicher vor ihr. Jetzt warte doch mal ab. Hör sie an. Danke, Victor. Nix für ungut, Sully. Deine Menschenkenntnis lässt zu wünschen übrig. Besonders, wenn es um Frauen geht. Hast ja recht. Aber egal. Oh Gott. Oh nein, ist gar nicht übel. Hier, ich hab meinen eigenen Eimer. Mm. In der letzten Zelle gab's einen für 8. Hör zu, und Nate. Weißt du was, es ist echt nett, dass du vorbeischaust. Aber wenn du und Flynn mich nicht reingelegt hättet, hätte ich die letzten 3 Monate nicht in diesem Drecksloch hocken müssen. Also entschuldige bitte, wenn ich dir nicht gleich um den Hals falle. Ich hatte nichts damit zu tun. Klar. Ich sag doch, er hört mir nicht zu. Pass auf, Nate. Sie haben die Schiffe gefunden. Auf Borneo? Ja. Und der Chintamani-Stein? Woher weißt du davon? Glaubst du echt, Flynn hätte das allein rausbekommen? Gutes Argument. Nein, den haben sie noch nicht. Wer sind denn sie? Flynn und sein Klient, Lazarevich. Na, du weißt schon, der Spinner. Die beiden stecken unter einer Decke. Also gut. Wenn sie den Stein noch nicht haben, bleibt uns doch Zeit. Du bringst uns in die Ausgrabungsstätte. Wir schnappen ihnen den Schatz vor der Nase weg. Sie werden es nicht mal mitkriegen. Ja, Rache ist süß, Leute. Hier, er wurde der Wunschedelstein genannt. Er ist eine Reliquie. So wie Buddhas heiliger Gral? Genau. Danke. Sully, hör dir das an. Im Königreich Shambhala ruht das Kostbarste, was diese Welt zu bieten hat. Ein perfekter Saphir von tiefstem Blau. Größer, als dass ihn ein Mann umfassen könnte. Der muss Millionen wert sein. 100 Millionen. Ach, Sully. Und da gibt's noch mehr? Und ob für die Tagebücher von Marco Polo, musste Lazarevich ganz schön was hinblättern. Er sucht den Chintamani-Stein seit Jahren. Wenn er auf Flynn setzt, ist es kein Wunder, dass er ihn noch nicht gefunden hat. Mit Lazarevichs Papieren kann ich den Stein finden. Jetzt mach mal halblang, Cowboy. Das ist nicht so einfach. Die Papiere sind in seinem Zelt. Und das Zelt steht mitten im Lager. Das ist wie das verdammte Pentagon. Da sind Soldaten. Überall. Tja,
Deshalb muss das auch jemand machen, den Sie kennen. Und jemand, dem Sie vertrauen. Oh. Okay, langsam fällt der Groschen. Du musst sie nur ablenken. Verschaff mir 5 Minuten im Zelt. Mehr brauche ich nicht. Echt? Nur 5 Minuten? Ist ja toll. Dann muss ich mich ja nicht mal ausziehen. Ich dachte da mehr an eine Explosion, Chloe. Auch gut. Das lässt sich arrangieren. Machst du mit? Teufel, ja. Was für eine Frage. Okay, wir haben einen Plan. Chloe, hörst du uns? Laut und deutlich. Borne. Da. Kapitel 3. Okay, ich habe überall um das Lager Sprengladungen verteilt. Ihr beide müsst sie nur scharf machen. Und die erste ist genau vor euch. Okay. So, bevor wir loslegen, ich muss jetzt erstmal wieder feiern, dass der Chat wieder da ist. Ich freue mich so. Oh, dass ihr das noch erlebt im Zimmer, genau, ja. Und alles außer Java. Ich habe ihn verstanden, ja. Ich habe ihn eben gerade gesehen. Ich musste nur bei den ganzen Cutscenes die Klappe halten. Sonst redet Base zu viel. Und Katz hat ihr Schwert wieder, genau. Und tschüss, Discord. Aber es war schön mit Discord. Das muss ich aber gerade mal übertragen. Was habt ihr noch gemeint von wegen? Ja, Sunny ist wieder da, Katze, genau. Und Revenge is a desert best served cold. So ist es nämlich. Rache ist Blutwurst. Und 3 Tote. Warte mal, das kann ich gerade testen, ob das Ding jetzt wieder funktioniert. Wartet. Oh yeah. Oh, zu schnell. Oh yeah. Und. Oh yeah, 3 Tote. Hier sind wir. Alles klar. Also, ihr wisst Bescheid. Sully ist hier wieder am Start. Chloe, Katze traut Chloe nicht. Und Elena, noch keine Spur von Elena. Was ist mit Elena? Huh? So, jetzt machen wir aber erstmal hier weiter. Okay. Ich freue mich wieder, dass ihr da seid. Yeah! Okay. Also, Borneo. Ist das nicht schön hier? Hier ist sie. Ich habe auch einen Sprengzünder für euch. Okay, wir sind da. So. Okay, die hätten wir. Nicht den Knopf drücken. Den hier? Ist das so eine gute Idee, Sully den Zünder zu geben? Wenn alle Sprengladungen scharf sind, betätigt ihr den Zünder und dann Showtime. Die werden sich wundern. Sei vorsichtig. Lazarevich-Leute sind in der ganzen Gegend hier postiert. Oh nein, Aga hat keinen Namen für Path of Exile-Charakter. Wie wär's mit... Aber halt die Wachen im Auge. Aga? Aber erstmal willkommen im Stream. Du kommst gerade passend, wir können wieder chatten. Nonne im Freibad. Was macht die Nonne denn dort? Sonnen. Hat er nicht gesagt. Okay. Die machen wir fertig. Ganz leise. Hä? Ach, die da. Okay, ich wollte gerade fragen. Ich sagte leise, Nate. Das ist das Gegenteil von laut. Oh, verdammt. Das Aim ist wieder on point. Danke, Sully. Wo ist deine Munition? Ach da. Huch. Nagelt ihn fest. Hä? Sag mal, Nathan schläft doch die ganze Zeit im Schnee, oder nicht? So ungefähr. Oh wow, aua, 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 aua. So. Ah! Oh Gott, nicht gut, nicht gut, nicht gut! Deckung, 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 Deckung! Bin schon farbenblind. Wartet ihn im Auge! Okay. Komm, Kopf hoch! Okay. Tasten? Okay. Stop. Ich glaube, wir können uns da rüberschwingen. Perfekt. Ja, du vielleicht. Okay, warte, Opa. Wir suchen einen anderen Weg nach oben. Okay, wir müssen für Sully wieder mal einen Weg freimachen. Sonst kommt er da nicht hoch.
Sounds sind doch aus, genau. Ja, bin drüben. Ah, oh, und endlich ein ordentliches Hauptwache hier, okay. Durchhalten, Sully, ich komme. Okay. Moment, was können wir denn hier machen? Hier kann ich doch gar nichts machen. Moment. Ach, warte, doch, da hinten geht's ja weiter, oder? Da. Hier? Ja. Drücken! Dachte nur, der schläft. Hat schon die ganze Zeit nicht, dass er erfriert oder so. Stimmt. Hoppala. Tada. Klasse. Danke dir. Ah, da kommt er. Sie müsste längst durch sein. Mist, sie haben sie entdeckt. Schnell, schaltet sie aus. Sie dürfen das Lager nicht informieren. So, erwischt. Oh shit. So. Geh ich da mal runter? Aber da ist ja nichts mehr. Okay. Hier lang? Das erste Lager sollte jetzt vor euch sein. Dort gibt es 4 weitere Sprengladungen. Aber die Luft sollte wirklich rein sein, bevor ihr sie scharf macht. Huch! Hier draußen ist doch nichts. Räumt die da endlich auf. Das sind aber viele von denen. Da ist das Lager. Bist du bereit? Auf geht's. Lass das nicht, Lazarevich. Nack. Was? Der kommt jetzt hin. Den packe ich mir. Wird super. Eindringling! Okay. Hallo! Okay. Zack, erwischt. Oh, wie fühlt sich das erwischt an? Wuhu! Da ist die dicke Bombe, die wir haben. Okay. Erwischt. Was? Wo? Oh, verdammt. Oh Gott, wie viel sind denn das? Oh, verdammt, warte. Okay. Damn! So. Wow. Okay, Munition. War hier noch mehr Munition irgendwo? Da war noch Munition. Ja. Okay, perfekt. Er hatte die Pistole. Okay. Wo? Oh. Okay, 4-mal Sprengstoff hin. Piu, piu, piu. Dat aim. Geil, ne? Okay, wartet mal. Ah. Hier, die Stroboskopbomben. Piep, 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 piep. Wir müssen noch 3 Ladungen scharf machen. Okay, wird gemacht. Ah, Munition, perfekt. Na, hier ist nichts. Das ist wahrscheinlich nur die Pinkelecke. Ah, perfekt, Munition. Oh, hallo. Im nächsten Leben wird besser, was Stormtrooper. Ja, dann stoße ich mir aber über den Kopf. Hat in Red Dead Redemption 2 immer Angst um die Pferde. Was? Nicht. Wir spielen jetzt keine Red Dead Redemption. Ach so, Int wollte, dass wir das weiterspielen. Wir machen das noch, keine Panik. So, wartet.
Die Brokeback, hier, die Brokeback Mountain Cowboys kommen wieder. Keine Panik. Oh, warte. Da. Okay. So, wir haben noch Zeit. Also, bevor Red Dead Redemption 3 rauskommt, werden wir das auch gespielt haben. Verdammt. Genau das brauche ich. Oh! Ich will die Munition sammeln hier. Da, dankeschön. So, meine Fresse. Schwere Geburt. Okay, eine Bombe fehlt noch. Sag das mal nicht zu Alexios. Doch, doch. Assassin's Creed setzt dieses Jahr aus, da haben wir noch Zeit. Okay. Kleiner, hör auf mit dem Quatsch. Wir haben noch nicht alle Ladungen scharf gemacht. Aha. Wir haben noch hier eine Ladung. Welche habe ich denn jetzt ver- Ach, da hinten ist noch eine. Ah, hoppala. Okay. Die habe ich ja ganz übersehen. Peinlich. Okay, das war's. Statten wir Mr. Lazarevich einen Besuch. So, perfekt. Also 4 Bomben scharf. Beziehungsweise 5 mit der anderen da oben. Okay, warte noch kurz. Ich dachte, jetzt kommt die Leiter da runter. Okay. Ich komm nicht dran, komm her, ich helfe dir hoch. Alles klar. Los, Süßer, hoch mit dir. Echt hübscher Hintern, Sully. Danke. Jawohl. Wow! Das war für den hübschen Hintern, okay. Wa? So. Du lieber Himmel, was für ein Tsunami spült Schiffe so weit an Land. Sieht leer aus. Schiffe? Was für Schiffe? Hm? Okay, das Lager ist hier absolut leer. Runter! Oh shit! Das verdammte Ding geht ständig kaputt! Los, reparieren wir es, damit wir hier rauskommen. Sie sind nicht bewaffnet. So viele sind es nicht. Worauf warten wir? Die schaffen wir. Weiß nicht, Sally. Vielleicht. Nein! Ach! Okay. Ja! Ach, verdammt! Na super. Jetzt gibt's auf die Fresse. Jawohl! Oh shit. Der will's auch. Okay. Ah! Du schlägst wie ein Mädchen! Hat er nicht gesagt. Zack! So, jetzt hat das Mädchen dich verprügelt. Könnte etwas Hilfe gebrauchen. Hey, hat doch prima geklappt. Da kommt noch einer für dich. Sully? Na toll, Sully wirft die alle für uns runter. Okay. Hab ich dich. Nein! Ducken. Zack. Erwischt. So. Frivol, kleiner. Los, an die Arbeit. Was meinst du mit frivol? Nee, die Abkürzung geht nicht in. Immer stur dem Schlauch nach. Okay. In Montreal, ha? Huh? Das wirst du niemals vergessen, was? Kapitel 4. Okay. Hier ist nichts mehr. Wir folgen dem Schlauch zur Pumpe. Okay. Da. Wir haben das Lager gefunden, Leute. Okay, alles klar. Warte, warte nur. Eine Sekunde. Monate ohne Fund. Ja, ja, Moment mal, aber wir haben doch... Commander! Das muss Lazarevich sein. Dieser Mann hat Artefakte an Standort 5 gestohlen. Oh, was? Dafür hast du mich betrogen. Nein, Zoran, ich kann's erklären. Nein, das ist nicht nötig. Huch. Ich bin umgeben von Betrügern und Idioten. Sollen wir ihm den Tag mal richtig versauen? Okay. Boom. Wird bald. Sucht alles ab. Na los. Okay. Auf geht's. Jetzt bist du dran. Ich deck dich von hier. Okay, boah, der eine dicke Wumme.
Das ist Sully, ne? Showtime! Oh. Der schläft nur. Okay. Er zahlt nicht genug für diesen Mist. Klappe, okay? Dein Gejammer nervt. Oh. Oh, bis dann. Der andere ist zum Perltaucher geworden. Ja, absolut. Ja. Okay, warte, wir warten kurz ab, bis der woanders hinguckt. Der dreht sich gleich weg. Jetzt guck weg, ey. Hey! Verdammt! Eindringling! Was war denn hier mit Deckung? Na toll. Okay. Also dieser Lazarevich fackelt nicht lang, Sully. Das müsstest du echt sehen. Er hat Aufzeichnungen zu jeder Expedition nach Shambhala. Bis ins 17. Jahrhundert. Und Marco Polos Tagebücher. Die sind hier. Aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Ja. Ein würdiger Pilger bekommt den goldenen Schlüssel, um damit den Weg nach Shambhala zu meistern. Hm. Und was soll das heißen? Keine Ahnung. Gut. Warte mal, hier ist was. Mit schwerem Herzen überließ ich meine Mitstreiter ihrem Schicksal, das uns die grausame Fracht auferlegte. Die Fracht aus Shambhala. Den Tsunami wohl für eine gerechte Strafe Gottes. Warte mal kurz. Mist. Sully, der Chintamani-Stein ist nicht hier. Was? Hör dir das an. Eher hätte ich Kublai Khans Zorn ertragen, als den Chintamani-Stein aus dem Heiligen Schrein zu entfernen. Marco Polo hatte den Stein gar nicht. Und was war dann die grausame Frage? Ach, ich weiß nicht. Wenn der Stein nicht hier ist, wonach sucht Lazarevich dann? Shambhala. Hier in Borneo. Da ist er aber weit ab vom Schuss, oder? Er versucht bestimmt, Marco Polos Route zurückzuverfolgen. Und zwar nach Shambhala. Warum? Weil der Stein noch da ist. Chloe, kannst du reden? Moment. Ja, ich bin da. Haben Sie bei all den Ausgrabungen Leichen oder irgendwelche Überreste gefunden? Also, wenn du mich so fragst, nein. Warum? Über 600 Leute erlitten Schiffbruch und nicht eine Leiche? Da stimmt doch was nicht. Wo sind sie alle hin? Wohin flieht man bei einem Tsunami? Auf einen Berg. Bingo. Das ist smart. Vielleicht finden wir Marco Polos Leute auf diesem Berg. Chloe, kannst du zu uns kommen? Bin schon auf dem Weg. Gut. Oh oh, Nate, du musst da raus. Noch eine Minute, Sully. Du hast aber keine. Sie sind tot. Oh, Mist. Sucht alles ab. Bleib unten, ich geb dir Deckung. Okay. Oh, praktisch. Jawohl. Granate werfen? Oh, wartet. L2 und dann L1. Okay. Zack. Aha. Oder so. Okay. Wuhu! Okay. Los geht's. Piu, piu, piu. Fang! Ja, wo? Wo? Ah, noch von links. Okay. Ah, ein bisschen Munition haben wir noch. Wie fühlt sich das an? Okay. Und wo?
Okay, hier sind keine Granaten mehr. Okay. Oh verdammt, da kommen sie. Jetzt geht's los. Und. Wow! Sully! In den Rücken. Okay, der Typ ist weg. Okay, den haben wir. Und hoch. Sowas eigentlich immer mir. Sie kommen näher. Von wo? Verstärkung! Wo? Bleib zurück, ich werde dir von hier aus helfen. Und wo kommen sie denn? Ach, da! Oh, shit. Markier sie doch bitte nicht nur mit dem Laserpointer, sondern erschieß doch auch mal einen. Okay, wir brauchen mehr Moon. Mehr Moon. Da. Oh, shit. Au! Okay, wartet. Nein, nee, wartet, wir bleiben bei dem Ding. Au, au, au. Sully. Oh, shit. Oh Gott. Was sagst du jetzt? Was für Turm? Oh Gott. Womit? Oh Gott. Au, 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 au. Ah! Oh Gott, womit soll ich denn in die Luft jagen? Ach, oh, Granaten. Okay, perfekt. Okay, wartet. Oh shit, au. Okay. Müssen näher ran. Let's go. Okay, wartet. Oh shit! Das hat jetzt keiner gesehen, oder? Wartet. Ja, 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 bin dabei. Oh shit, oh shit. Okay. Oh shit. Oh, okay, jetzt wollte ich es genau wissen. Okay, okay, warte, wir machen jetzt erstmal die Typen da weg. Oh, shit. Okay. Au, au, au. Ja, 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 ja. Okay, Sully. Es war gut besiegt, gerade. Plus zwei, ich weiß, ich weiß. So, die haben wir. Okay, wo ist der Typ da? Wieso wirft der so wie... Oh, macht der den Kobe so, okay, drüber. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Deckung. Kopfschuss. Komm schon. Stirb. Komm, guck da raus. Er kann trotzdem noch werfen. Ich fass es nicht. Okay. Okay, warte noch kurz. So. Jetzt geht's ab. Jetzt kommen wir. Kompass. Party. Ja, sehr gut. Weiter geht's. So. Ha. Ich Schweine, ey. Okay, so, jetzt kann ich grad. So. Und. Hallo, zu schnell. So, jetzt. Und 5. Okay. Munition ein bisschen sammeln. So. Geschafft. Perfekt. Okay.
Wo ist denn Sully? Ach, wartet mal kurz. Kann ich da rüber? Uhuhu. So. Hier entlang. Genau. Wir müssen den Berg rauf. Wir suchen ja die Leute von Marco Polo, die sich bei einem Tsunami auf einem Berg gerettet haben. Okay. Na, kann der alte Mann noch mithalten? Sully? Ja, er kommt. Oh, Sully. Sieh dir die Steine an. Ah, jetzt läuft die Sache. Okay. Es war auf jeden Fall eine Treppe, Leute, ne? Oh, ist es nicht schön hier? Ah, Borneo. Okay. Sully, let's go. Seht euch das mal an. Oh ja. Hey. Hallo. Was haben wir denn da? Mit etwas Glück ruhen hier Marco Polos Männer. Sollen wir reingehen? Ja, aber sicher. Oh, dieser Ort muss tausende Jahre alt sein. Mindestens. Hä? Hier runter. Wow, wir haben einen Volltreffer gelandet. Oh, das müssen Jahrhunderte Leichen sein. Schau dir die Zähne an. Alle schwarz. Verdammt, die sind alle so. Okay. Sie haben hier wohl Zuflucht vor dem Tsunami gesucht. Einfach reingehen, ohne anzuklopfen. Hier muss genau irgendwo ein Hinweis sein. Ah! Oh, Fledermäuse! Hey, ich glaube, ich habe was gefunden. Hier. Was? Als sie gestrandet sind, müssen sie alles hierher gebracht haben. Und was haben wir da? Wieder Harz. Das habe ich schon mal gesehen. Sully, ich brauche Licht. Bärtöne, genau. Oh. Hallo? Warte mal. Das ist Blut. Es ist überall. Hier gab es einen Massaker. Oh. Okay. Finden wir heraus, wo diese Blutspur hinführt. Hm. Sind wir Forensiker? Okay. Kann es einfach sein, dass überall Blut ist? Oh ne, wartet. Da ist kein Blut. Hier ist Blut. Aber es geht nicht weiter, okay. Da ist Blut. Hier geht's weiter. Sie endet an dieser Wand. Ja, seltsam. Da bewegt sich was. Sully, hilf mir. Ich hab mir wehgetan. Oh, alter Mann. Okay, aber hier ist keine Blutspur mehr. Oh doch. Die Spur führt hier rein. Oh Mann, noch mehr Leichen. Wie schrecklich. Sag mal, spinn ich? Oder haben sie sich gegenseitig umgebracht? Ach was, ne. Lass die Schauergeschichten. So viel Frust, genau. Oh, hoppala. Was haben wir denn hier? Vorsicht. Allmächtiger. War nur Spaß. Nate, deinetwegen kriege ich noch einen Herzinfarkt. Ah. Oh. Mann, was ist das denn für ein Ding? Ist das so eine Art Waffe? Nein, nein, das ist ein Purba. Ein Ritualobjekt aus Tibet. Damit meistert man Hindernisse. Hä? Du weißt schon, spirituelle. Aha. Hm. Moment mal.
ist es das, was Marco Polo erwähnt? Sehr gut, Katze. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. In seinem Tagebuch schreibt er, dass der würdige Pilger einen goldenen Schlüssel erhält, um alle Hindernisse zu meistern auf dem Weg nach Shambhala. Na und, ist er das? Gut, das ist ja sehr interessant, aber wofür ist das ein Schlüssel? Vielleicht kann uns diese Karte ja helfen. Zeig doch mal her. Zwischen Großindien und der Provinz Tibet liegt ein Feld prunkvoll erbauter Tempel. Hunderte vergoldeter Türme, soweit das Auge reicht. Moment, das kenne ich. Das ist in Nepal. Ja, allerdings ist es kein Tempelfeld mehr. Es ist eine ganze Stadt. Tja, das macht es etwas schwieriger. Moment, da ist noch mehr. Unter all diesen Tempeln birgt nur der eine, den geheimen Weg nach Shambhala. Und dieser Weg öffnet sich nur dem Pilger, der den goldenen Schlüssel mit sich führt. Okay, gute Arbeit, Kleiner. Also, worauf warten wir? Verschwinden wir hier. Okay, bis dann. Oh, die Wendigos Int, das ist ein anderes Game gewesen. Auf geht's. Okay, auf geht's. Ich sorge dafür, dass die Luft rein ist. Okay, dann los. Genau. Oh, Sally, komm. Oh, verdammt nochmal. Komm. Harry, hier drin. Es ist Drake. Was zur Hölle? Los, Hände hoch. Hast ja echt Glück, Mann. Sei still, Sally. War ja klar, dass du kommst. Und du? Victor, verdammt, Sullivan. Ziehst du immer noch den alten Knacker mit durch? Ruhig, Nate. Ziemlich frech für einen Kerl, der die letzten 3 Monate im Knast gesessen hat. Besser als 3 Wochen ahnungslos durch den Dschungel zu irren. Ich hab die Schiffe gefunden. Ach, du brauchst sogar fremde Hilfe, um deinen Hintern zu finden. Und eine Karte. Sie kamen von da unten. Wow. Harry, schau doch mal. Apropos Karte. Zwischen Indien und Tibet birgt ein Tempel den geheimen Weg nach Shambhala. Mann, Flynn, das dauert ja ewig. Ach komm, sei kein Spielverderber. Bring sie zu Lazarevich. Du wirst wohl besser im Knast geblieben. Los! Na, Flynn ist halt nicht die hellste Leuchte, ne? Na los, Bewegung! Mist! Alles okay? Ja, so sieht's eben glaubwürdiger aus. Ich verschaff dir jetzt ein bisschen Zeit. Na, Chloe, du musst mit uns kommen. Wir sehen uns in Nepal. Los, lauft! Auf geht's! Ich mag sie. Ja, genau dein Typ. Okay, wir müssen weg. Verdammt, sie haben uns entdeckt. Oh shit. Wir müssen weg. Au. Nicht doch, nicht doch. Und Katz mag sie trotzdem. Oh shit. Oh Gott. Ich häng noch. Okay. Weiter. Danke für die Warnung. Ich hoffe, den Mist und kann mich hoch. Ich bin dabei, Mann. Ich krieg hier gerade voll den Kugellager ab, Sully. Oh shit. Okay. Oh. Carla. Oh Mist. Was machen wir jetzt? Wir springen. Oh, Moment mal, Sonnens. Bist du noch ganz sauber? Wir brechen uns den Hals. Ja, wenn sie uns kriegen, bricht den Lazarevich für uns. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ach was, fang ich schon wieder damit an. Ich hab nicht so viel Glück wie du. Typen wie ich sollten einfach wissen, wann Schluss ist. Sully, wir kommen hier schon raus, okay? Wie immer. Du triffst deine Süße in Nepal. Ich leg mich an den Strand. Jetzt komm. Hey, erzähl mir alles, wenn du zurück bist. Da sind sie! Oh, shit. Mist. Wo
Wollen wir? Nach dir, Butch. Wir sehen uns in der Hölle. Oh, Scheiße! Mist! Ja, wie Harry. Herr Flint springt nicht. Du hattest recht, Lazarevic ist uns einen Schritt voraus. Die Guerillas haben ihm geholfen. Die Stadt steht schon seit Jahren kurz vor den Bürgern. Er musste nur ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Wie nett. Und in dem Chaos kann er gemütlich die Stadt zerstören, um den richtigen Kämpfen zu finden. Nate? Hallo? Ja, bin noch da. Hast du es dir etwa anders überlegt? Wer ich? Niemals. Gut, denn ich will es diesem Schwein zeigen. Hast du eine Karte? Ja. Wir treffen uns am alten Markt. Da ist es etwas ruhiger. Okay, alles klar. Oh, oh. Ich habe einen Besuch. Na toll. Kannst du sie abhängen? Ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Au! Nate, alles in Ordnung? Ging schon besser. Mist! Das ist ein Leihwagen, Mann! Oh! Okay, so wie Flint liest, kann er sich ja nicht schwimmen. Das stimmt allerdings. Kapitel 5, Häuserkampf. Oh, shit. Oh nein? Oh nein! Halte L gedrückt und drücken Sie R2, um im Laufen zu schießen. Let's go! Alle! R2! Ha! Won! So. Oh Gott. Okay. Der alte Markt. Der muss da sein. Okay. Ich such den. Mist. Scheiße. Weg hier. Los! Oh, er ist hier irgendwo. Haltet die Augen auf. Hä? Ah! Au! Verdammt! Keine Farbe mehr! Oh, Gott sei Dank. Puh! Okay, jetzt muss ich nur noch Chloe finden. Okay. Oh. Okay, haben wir. Puh! Okay. Ups. Hat die mehr? Nee, die hat mehr Munition. Okay. Oh shit! Oh. Oh, okay, da dürfen wir nicht lang. Da gehe ich wohl besser nicht lang. Okay. Dann suchen wir uns einfach ein bisschen besseren Ausblick. Sicher, schau doch nochmal. Nochmal wird es nicht explodieren. Stimmt, es explodiert bestimmt nur einmal. Aber wartet. Ups, zur Seite klettern. Ziegelsteine sehen so aus. Ah, guck mal hier, da kommen wir doch durch. Ah. Und. Oh shit, das hält nicht. Ah. Okay. Okay. Der sieht doch schön hier aus. Ah, da. Und hepp. Oh Gott, hat geklappt. Nichts passiert. Okay. Oh, der hat aber auch gut geparkt hier. Toll eingeparkt. Ja,
Mein Gedanke. Okay. Warte. Und. Okay. Huch. Ach so, okay. Oh shit. Schwere Geschütze. Voll die gute Wohnung. Wasserfall im Eingangsbereich. Panoramablick vom Klo aus würde einziehen. 10 von 10, ja. Okay. Sekunde. Oh shit. Diese Schilder sind einfach viel zu klein. Ach. Okay. Ah, hier. Oh shit. Rand die Straßen. Okay. Hep. Au, okay. Ah, Brett. Gut, dass die keinen Schatten von mir sehen. Okay, was da? Ah, perfekt. Oh, dicke Wumme. Jawohl, die nehmen wir mit. Genau das, was ich brauche. Okay, ich bin unten. Oh shit, die sind da. Hört so gut. Oh shit, da oben ist einer. Er hat mich ja fast gesehen. Pass auf, da stehen so viele, da werfen wir eine Granate rüber. Guck, guck. Haha! Voll in den Arsch. Oh wow, voll daneben. Boah, wie er in Deckung hechtet. So, den habe ich erwischt. So. Erwischt! Ah, verdammt! Ah, verzogen! Okay. Oh, shit! Ey, der eine hat ein Schild. Au! Weißt du was? Hier! Das ist wohl nicht granatensicher, sein Schild. Oh, ich will das auch haben, oder? Du bist es. Jawohl. Jawohl. Jetzt bräuchte ich nur eine Pistole. Scheiße. Hier. Perfekt. Okay. So, jetzt. Jawohl. Aber er ist so lang. Oh Gott, warte. Hahaha. Da macht ihr nichts. Da lache ich doch nur. Oh shit. Oh Gott. Oh Gott. Okay, das ist dem Ding egal. Okay, wartet. Kann ich da eine Granate hinwerfen? Ja. Oh shit. So, das Ding ist auch. Was? Ach komm. Wollt ihr mich verarschen? Warum muss ich dir eigentlich ständig deinen Arsch retten? Naja, weil er es einfach wert ist. Aber Katze traut er ihr nicht. Hast du da etwa einen antiken tibetischen Ritualdolch in der Tasche? Vielleicht freue ich mich ja nur, dich zu sehen. Hat er nicht gesagt. Ja, hallo? Und das ist also der Schlüssel. Ja, genau. Marco Polos Ticket nach Shambhala. Was machen wir damit? Ich habe keinen blassen Schimmer, leider. Aber ohne das Ding kommt Lazarevich nicht weit. An deiner Stelle würde ich ihn lieber nicht unterschätzen. Er und Flynn haben diese Stadt überrollt und bestimmt schon dutzende Tempel platt gemacht. Also, was machen wir jetzt? Nate! Ich hasse es, wenn du das machst. Sieh doch mal. Das Symbol hier. Ja? Sieh darauf. Okay, sieht ziemlich ähnlich aus. Und was bedeutet das?
dass wir wissen, woher Marco Polo den nächsten Hinweis hatte. Der Tempel, den wir suchen, müsste genau dieses Zeichen tragen. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Ist dir eigentlich klar, dass es hier in dieser Stadt hunderte von diesen Tempeln gibt? Ja, aber wenn wir das Gebiet von oben betrachten, könnten wir die Nadel im Heuhaufen finden? Genau. Ganz in der Nähe ist ein Hotel. Chloe, alles zu seiner Zeit. Es ist einfach nur das mit Abstand höchste Gebäude der Stadt. Oh. Ja, gut. Ja, okay. Ist eine gute Idee. Na dann komm. Yep. Yep. Okay. Ah, das könnte helfen. Männer, ne? Katze. Hm? Sagst du? Ah, so. So. Haben wir noch Munition hier? Ja, perfekt. Nehmen wir alles mit. Ich sag dazu nichts. Okay. Katze schweigt und genießt. Das bringt nichts. Sie ist verschlossen. Warte hier. Ich suche einen anderen Weg. Hm? Hier, Waschsalon. Okay, die Tür ist zu. Perfekt. Aha. Ja. Vielleicht komme ich damit hoch. Ach, da drüben. Jetzt haben wir nur Munition gekriegt. Aber auch gut, auch gut. Okay. Da, der Laternenpfeiler. Ja doch, der Laternenpfeiler mit den Schildern dran. So. Und. Schuhe? Na, geht doch. Okay. Okay. Komm mal gerade so rum. Perfekt. Perfekt. Und hoch. Hey, ich kann von hier das Hotel sehen. Ah. Ja, ich weiß, sind fast da. Okay. Gott, halte ich fest. Dankeschön. Wollt das nicht nochmal klettern? Hallo, was ist das? Wir springen jetzt wieder. So, okay. Und hopp. Und der Mann mit den Eisenkappen an den Fingern. Okay. Uff, okay. Okay. Nicht runtersehen. So. Höp. Okay. Shit. Oh, shit. Sie sind hier irgendwo. Haha. Damit habt ihr nicht gerechnet. Der Tod von oben. Oh, shit. Was hat der denn für eine Pirouette gemacht? Okay. Hä? Oh shit. Wartet. Oh, verdammt. So, der ist weg. So. Ah! So kommt denn da noch mehr? Na toll. Au. Potato Aim! So. Dankeschön. Jetzt hier. Was ist denn der? Oh Gott! Hallo? Okay, ich komme ja schon. Brauchst du Hilfe? Ah, okay. Hey, mach die Tür auf. Ist offen. Meine Güte. Ah. Oh Mann, viel zu schön, um sich draufzusetzen. Hat er nicht gesagt.
Na bitte, sag nicht, ich würde nichts für dich tun. Okay. Okay. Huch, heiß hier. Ja, ich mach's aus dem Weg frei, gar kein Problem. Aber hier geht's irgendwie nicht weiter. Komm, ah, hier lang. Okay. Los. Okay. Augenblick. Will mir nur kein Spiel einmachen. Gute Manieren, was? Glaub mir, die kommen nie aus der Mode. Okay, wir müssen hier raus, die Hütte brennt. Okay. Wunschkonzert, Kapitel 6. Als liefe es gut für den Widerstand. Oh, die gehen alle drauf. Der brennt, die brennt nicht, die wird nur verharmselt, die Wohnung, genau. Das gefällt mir gar nicht. Ach nein? Nein, wir sollten uns vielleicht einen anderen Weg zum Hotel suchen. Und um diese Typen einen Bogen machen. Hey, weißt du überhaupt, wie man mit sowas umgeht? Na sicher doch. Ich schleiche mich um sie herum und sprenge ihre Party. Hast du da nicht jemanden vergessen? Tja, da kommst du ins Spiel. Um den musst du dich kümmern. Aber mach es leise. Oh nein, nicht so leise. Leise. Und du bist sicher, das klappt? Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Was heißt denn das schon wieder? Okay, wie soll ich denn das jetzt leise machen? Party, Party! Oh Gott. Der ist weg. Wow, wie viel sind denn hier? Okay, warte, da. Der ist tot, okay. Oh, da kommt noch mehr Verstärkung. Okay. Und da noch einer? Hab ihn. Okay, jetzt Pistole rauspacken. Au. Okay. Na komm. Na komm. Au. Genügend Warnschüsse, jetzt machen wir weg. So. Okay, wir brauchen eine andere Waffe. Okay. Jawohl. Was? Ich dachte, von hier kommt noch einer. Ah, da sind noch mehr. Oh Gott, da sind noch mehr. Oh, 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 oh. Noch eine Deckung. Okay. Wo sitzt sie denn da, den Feind? Okay. Da. Ha, erwischt. Oh, da ist noch einer, okay. Haha! Voll flankiert. Okay. Granaten aber voll. Okay, läuft. Was? Wo? Oh shit. Ah, Mist. Zurück. Ah! Wow.
Okay. Oh shit. Okay. Verdammt, die war nicht gut geworfen. Au! Ist der tot? Das gibt's doch nicht. Ey, wie der einsteckt. Hä? Ich glaube, das war der letzte. Wow. Das ist das Hotel. Jetzt müssen wir nur noch nach oben. Okay. Wir haben das Geballer First Try überlegen. Das waren ja ein paar. Ja, so ein paar haben wir da gerade weggemacht, ne? Hier, schau mal, da ist eine Feuerleiter. Okay, ich komme. Ich wollte nur gerade ein bisschen Munition sammeln. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall ordentlich ausgestattet, alles klar. Feuerleiter. Hilf mir mal hoch. Geschafft. Bin dabei. Geschafft? Ja. Okay. Ja. Nochmal runter das Ding. Okay. So. Okay. Okay. Sieht gut aus. Gibt es einen anderen Weg? Nicht von hier aus. Oh, wartet. Ich weiß doch Bescheid. Wirklich clever. Clever? Ich weiß jetzt nicht, ob das richtige Wort ist. Andere Seite. Und jetzt ein bisschen rüber. Und dann schwingen wir uns einfach rüber. So, ganz einfach. Okay, bin drin. Achso, kommt sie auch? Oh ja, guck mal. Ach, sie geht einen anderen Weg, aber gut. Okay. Oh, das Hotel ist auch, oh Gott, sehr schön geworden. Oh Mist. Hier lang. Ey, hallo, ich habe uns gerade den Arsch gerettet. Dankeschön. Aber gar nicht nett. Es hat einen Generator erwischt. Hilf mir mal. Noch ein bisschen. Nee, los! Das bringt nichts. Ich brauche Strom, um dich da rauszuholen. Hältst du noch durch? Klar, ich werde mir so lange die Füße vertreten. Okay. Oh shit. Der Schutzschalter muss irgendwo oben sein. Keine Sorge, ich mach das schon. Okay. Bist du noch da drin? Toll. Okay. Der Strom ist weg und sie steckt fest. Ich schwör's, wenn da ein Zombie um die Ecke ist. Also, wenn da ein Zombie um die Ecke ist, ne? Huch. Ja. Jupp, einfach nicht hinschauen. Oh Gott. Au, oh. Okay, hab's. Wir klettern lieber an der Wand weiter. Diese Fahnenmasten, ich weiß auch nicht. Okay. Okay. Ja. Ja, die Knarre, die ganze Zeit da bei der Hand hält, genau. Oh Gott, was jetzt? Jetzt Sprung? Jetzt echt? Okay. Oh Gott, da ist einer! Scheiße, ich muss hier weg. Er hat mich gar nicht gesehen, oder? Wo ist der hin? Oh, oh, oh! Oh, nicht doch! Okay, hab ihn. Jawoll! Okay.
Oh shit! Oh Gott. Okay. So. Gehen wir einfach hier lang. Moment. Ist das der Generator? Jo. Okay. Da geht's nicht weiter, oder? Warte mal kurz. Hier ist ein Koffer. Da ist ein Schatz drin. Yeah. Schick sieht's ja hier aus, muss ich ja sagen. Aber... wir sind ja nicht zum Sightseeing hier, ne? Okay. Okay, wir müssen hier hoch. Und dann? Oh, shit! Okay. Hep! Okay. Das kriege ich hin. So. Und hep! Oh, shit! Okay. Hep. So. Nate, du hast ja. Mich doch nicht etwa vergessen? Hallo? Jetzt drängelt sie auch noch, oder? Okay. Ich hab's. Also. So. Ah, da ist eine Leiter, okay. Jetzt ist Strom wieder an. Oh, so Glück. Gleich geschafft, komm. Ah, okay. Und hoch mit dir. Na, das fängt ja an, dir Spaß zu machen. Was? Okay. Das Schüssel macht das Ding nicht runter. Hinterher. Okay, wir sind oben. Okay, gibt keinen Weg mehr zurück. Urlaub! Oh, Leute. Oh, Leute. Denkt ihr auch das, was ich denke? Denkt ihr auch das, was ich denke? Erstmal die Aussicht, oder? Der will da auch wieder weg, ne? Genau, also. Ganz klar, wir müssen... ja! Hey, check it out. Marco. Wirklich? Na komm. Nein. Marco. Polo. Yay! So schön. Okay. Okay, so. Landratte! Du bist so unprofessionell. Gleich nochmal. Ist ja gut, ich bin ja raus. Wir haben eine Mission, ich weiß. Uiuiui, okay. Warte, höchster Punkt. Männer. Ey, hallo? Ich hätte das genauso gemacht. Oh, warte mal. Oh shit! Ich wollte eigentlich nur gucken, was hier ist, aber hey! Okay. Okay. Ich muss nach oben. Okay. Haha, höchster Punkt! Bin da, bin auch. So, da sind wir. Jetzt brauchen wir nur noch den richtigen Tempel. Klar, hier gibt's ja auch nur zwei oder drei. Die Nadel im Heuhaufen. Vielleicht können wir. Oh, Bingo! Da ist er. Das ist er? Ja, muss er sein. Da, wo sie wild rumballern und die ganzen Explosionen sind? Ach, war ja klar. Nate, da hält sich Lazarevich auf. Ich hatte gehofft, wir würden in die andere Richtung gehen. Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Haha. Reich wurde in Sektor 18 gesichtet. Ah, Mist. Wir sind nicht zufällig in Sektor 19? Stadt durchkämmen, finden und aushalten. Oh, oh. Dieser verdammte Mistkerl. Okay, verschwinden wir hier. Na los, Nate, wir müssen weiter. Okay, wenn sie das sagt. Okay. Verdammt, wie zur Hölle sollen wir darüber kommen? Ah, warte, überlass das mir. Profi bei der Arbeit. Verdammt, pass auf. Schaffe ich.
Soll das schon schief gehen? So ein Mist. Oh fuck! Schaff's nicht, gib mir die Hand! Geh schon! Okay, hoch! Oh shit! Ab, Abflug! Oh shit! Okay. Oh shit! Habt euch! Okay. Wir müssen da rüber. Oh. Au! Oh Gott, Flugzeug, oh, Hubschrauber, mein. Gott, Gott. Oh shit. Deckung. Okay. Weg. Ah, bin unten. Was Chloe? Oh fuck. Alles okay? Ja, alles okay. Oh shit. Okay. Oh fuck. Nicht doch. Wow. Ha. Hu. Okay, durch. Oh Gott. Nicht doch. Okay. Und weg. Wir müssen weg. Was? Ach so, ja, im Notfall soll man den Aufzug nicht benutzen, ne? Oh shit. Oh Gott. Ah. Okay. Haha. Was zum Geier? Oh shit. Verdammt, was tun wir? Das ist nicht gut. Oh Mist. Oh Gott. Ich hab was für dich. Es wird sein! Scheiße! Das Haus? Das Haus? Halt dich fest! Spring! Oh, okay. Da waren wir beinahe drin. Okay. Zeit zum Durchatmen. Okay. Keine Moon mehr. Oh, warte, da. Oh, perfekt. Das Ding nehmen wir mit. Okay. Hier lang, na los! Sieht so aus, als hätte das Hotel gerade Nebensaison, was? Na los. Ja, die zerlegen mal eben die halbe Stadt, genau. Okay. Dabei ist das so schön hier. Das muss die Stadt abkönnen, genau. Okay, mit ein bisschen Anlauf vielleicht. Okay. Ja. Oh Gott. Okay. Ah, ich bin auf den Füßen gelandet. Was? Oh Gott. Deckung. Was hat er denn? Was hat er denn da geballert? Oh, die Sau. Das könnte helfen. Au. Deckung. So. Okay, haben wir. Oh. Eine Brücke. Cool. Ja, die Widerstandskämpfer haben sie gebaut, um über die Dächer zu kommen. So ein Glück. Perfekt. Das ist ja praktisch.
Jawohl, der Granatwerfer, ey. Der doofe Sack. Oh shit! Ha! Sagt er jetzt. Ha? Oh shit! Ha? Oh shit, er ist da. Okay, wartet. Ja, so gefällt mir das. Hau! Friss! Oh shit! Okay. Oh shit! Was ist denn? Da oben. Deckung. Oh verdammt, da kommt noch Verstärkung. Oh, jetzt hat er wieder zur Seite gezogen. Der Sack. Okay. Oh, 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 oh Gott, hier ist null Deckung. Okay. Ah, verdammt. Nachladen. Warte, warte. Nachladen. Jawohl. Okay, andere Seite. Oh, verdammt. Oh. Wie gemein ist es? Ich war gerade im Handcombat hier. Au, 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 au. Okay. Nochmal. So. Ah. Jetzt auch. Oh, okay, er geht auf die andere Seite. So. Ha! So, jetzt gibt's drauf. So lange auf. Muss mal ein bisschen gucken, wo er bleibt. Dann. Okay, den habe ich. Da ist doch noch so ein Typ gewesen, ne? Verdammt, da ist er. Ich hab ihn getroffen. Ah, falsche Waffe. Verdammt. Granatwerfer, da, da, da. Ah. Ah. Oh, shit. Er fliegt drüber. Okay, warte. Seitenwechsel. Oh! Perfekt. Okay, andere Seite. Oh, shit, 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 shit! Oh! Ah! Okay. Auf welcher Seite ist er jetzt? Da. Boah, der frisst aber. Ja! Das war's. Okay, ja. Wo war Chloe eigentlich? Wo war sie eigentlich die ganze Zeit? Okay. Geht doch. Genau, wir zerlegen die ganze Stadt, ne? Zack. So. Die ist auch da. Hui! Okay. Oh Gott. Und. Ja! Abs. Autsch. Ach da. Okay. Hier lang? Okay. Hey, das Kabel. Es bringt uns runter. Los, los! Das kann man alles spachteln, ja, genau. Ja, einfach runter. Oh, war so.
Mann, tut das weh. Oh. Ich suche einen anderen Weg runter. Okay. Mhm. Ich glaube, Nate hat jetzt auch gerade kosmetischen Schaden erlitten durch die Wand. Okay. Okay, da. Oh, nice geparkt. Okay. Aber hier. Ah. So. So. Oh shit. Okay. Und. Okay. Und jetzt? Ich dachte, man kann da noch weiter nach oben, aber gut. Ja, wir sind unten. Oh, hey, nicht schießen! Hey! Nate? Was zum Teufel machst du denn? Elena! Oh! Was? Du kennst den Kerl? Ja. Das ist Drake. Oh. Oh? Sorry. Hi. Und? Was hast du mit diesem Chaos zu tun? Willst du die Tempel plündern, das Museum ausräumen? Freut mich auch, dich zu sehen. Und ihr wollt hier sicher nur die Welt retten, stimmt's? Ja. Wir sind einem flüchtigen Kriegsverbrecher auf der Spur. Zoran Lazarevich, schon von ihm gehört? Macht das nicht die NATO? Die glauben, er ist tot. Durch einen Bombenangriff. Und ihr wollt jetzt das Gegenteil beweisen? Weißt du was? Der Kerl ist ein Monster, Nate. Ich meine, Folter, Verstümmelungen, Massenhinrichtungen und so weiter. Aber jetzt plant er etwas Neues. Aber warum hier? Warum die ganze Stadt verwüsten? Das ergibt alles keinen Sinn. Oh. Nein. Sag jetzt bitte nicht, du hast etwas damit zu tun. Das ist lächerlich. Hier bist du, Nate. Ich hab sie abgehängt. Oh, oh, wow. Ist schon gut, Chloe. Das sind Journalisten. Wir müssen weiter, wenn wir nicht wollen, dass Lazarevich uns einholt. Also... Oh Mann, Nate! Hey, Moment. Keine voreiligen Schlüsse, Elena. sorry, kennt ihr zwei euch etwa schon länger? Oh, oh. Elena Fischer. Vorjahresmodell. Witzig. Nein, nein. Schön, dass du dich amüsierst. Naja, ich hätte dir nur nicht zugetraut, dass du aus solche Mauerblümchen wie die da abfährst. Sie ist viel tougher, als sie aussieht, ehrlich. Oh. Oh, was? Du liebst sie noch. Oh, bitte. Bist du doch. Gib's mir nicht zu. Eifersüchtig. Und wie, Casanova. Wir müssen jetzt weiter. Warte. Die zwei kommen mit. Das ist nicht dein Ernst. Absolut. Ich kann sie nicht einfach hier so zurücklassen. Die halten uns nur auf. Und wenn sie uns erwischen... Chloe. Nate, wenn Lazarevich dich und mich zusammen... Ich werde sie nicht zurücklassen. Musst du denn immer den Helden spielen, verdammt! Ja. Nate! Du solltest lieber Prioritäten setzen. Ja, verstehe schon. Trotzdem kommen sie mit uns. Wir kommen schon klar, Nate. Danke. Denk lieber noch mal drüber nach. Mist. Lauft! Flucht! Oh, oh Gott! Die zwei kommen mit. Auch den Ärger nicht! Okay. Guter Schuss für den Schreiberling. Ich bin im Training. Einfach weiter. Okay, wo lang? Ah. Hilf mir mit der Tür. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ach, geschafft. Danke. Ha!
Toll. Wo, wie kommen wir darüber? Da hinten ist eine Leiter. Vielleicht können wir rüberschwimmen. Die Strömung ist stark. Das schaffen wir nie. Okay. Schön. Gute Idee. Tja, das wäre schon mal die halbe Miete. Okay. Wartet kurz. Base regelt das. Okay. Komm, ich helfe dir hoch. Huch! Und oben. Ups, warte. Oh. Drücken Sie schnell R2, nachdem Sie eine Propangasflasche geworfen haben, um sie auf sie zu schießen. Also. Oh. Das sollte gehen. Gar nicht schlecht, hä? Okay. Hallo? Ein bisschen Lob oder so dafür, dass ich das gemacht habe? Dankeschön. Okay, hab's. Okay. So. Okay. Hm? Oh shit! Boah, sie geht voll rein, okay? Wow, Entdeckung! Ich wollte es gerade sagen, Entdeckung? Oh shit. Autsch! Okay. Dankeschön. Oh Gott, Munition? Okay. Granate. Okay, nochmal hoch. Okay. Oh, oh, oh. Okay. Ah! Ah! Die werfen immer Granaten. Okay. Au. Au. Erwischt. Okay, hab ich. Und raus. Okay. Oh, verdammt. Aber jetzt drehen wir den Spieß mal um. Aha! Okay. Okay, sieht gut aus. Okay, geschafft. Ist das bei denen immer so? So ziemlich. Hallo? So Vorurteile. Okay. Ich glaube, wir haben's. Oh, okay. Ich sehe da so ein Rohr. Und beide im Chor, ne? Ja, genau. Die Mädels kennen Drake halt einfach zu gut. Seht ihr was da oben? Kommt, hier lang. Okay. Ah. Das sind Widerstandskämpfe. Oh shit. Oh. Okay, wir müssen hier weg. Nicht so langsam. Okay. Hier sollten wir sicher sein. Oh, guck mal. Cool. Da gehen wir gucken.
Was sagst du jetzt? Du hast uns direkt hergeführt. Ich vermute mal, wir sind hier nicht rein zufällig gelandet. Ach, nein, nicht direkt. Oh, na, vielen Dank. Okay, hinter was bist du denn eigentlich her? Siehst du das Symbol da? Das ist der Chintamani-Stein. Nate? Ein riesiger Rosaphir. Ist Millionen wert. Sehe ich das richtig? Du wetteiferst also mit einem Kriegsverbrecher um einen mythischen Edelstein? Na, wenn du das so sagst, klingt es allerdings ziemlich bescheuert. Ach, wer hat dich denn gefragt, Jeff? Und der soll in diesem Tempel sein. Naja, der Stein selbst ist nicht hier. Hey, setz mal hier. Nein? Er ist in Shambhala. Shambhala. Nate? Ja, weißt du, Shangri-La. Kommst du mal bitte her, Schätzchen. Vielleicht wäre es besser, wir würden diese Unterhaltung drinnen fortsetzen. Gute Idee. Kommt. Okay, gut. Hier sind wir erstmal sicher. Das ergibt keinen Sinn, Nate. Lazarevich kann wohl kaum auf Geld aus sein. Er braucht keins. Du übersiehst was. Komm schon, wir sind nicht zum Spaß hier. Ihr zwei bleibt hier. Gut, bitte bleibt, wo ihr seid. Wir sind gleich wieder da. Wer's glaubt. Oh. Na, das ist schon besser. Glaubst du, die sind ein Paar? Die sind kein Paar. Oh. Glaubst du, die sind ein Paar? Nein, die sind kein Paar. Okay, Leute, wie sieht's aus? Wir haben es jetzt 10 vor 1. Wir sind jetzt Anfang Kapitel 8. Wie jeder eifersüchtig ist. Was? Gar nicht, ne? Machen wir weiter? Oder lassen wir es für heute hier gut sein und machen das nächste Mal an der Stelle weiter? Weil jetzt gerade wäre eine Möglichkeit, am Anfang des Kapitels zu sagen, wir machen hier Pöschen und setzen das nächste Mal an der Stelle fort. Ich glaube, es ist sowieso nur noch Katze, wa? Kann das sein? Nein, Silver ist auch noch... Nein heißt, Silver ist auch noch wach, oder? Nein, Silver will noch mehr sehen. Ich glaube schon, ja. Nein, guck mal, wir sind Katze und Silver sind noch da. Ich bin noch wach. Also, wollt ihr noch ein Kapitel sehen, oder was machen wir? Ich glaube, eigentlich ist es ein guter Zeitpunkt. Okay. Schick hier. Wie du magst, Base. Ich glaube, wir machen an der Stelle hier jetzt, guter Zeitpunkt für noch ein Kapitel. Ne, ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um hier einfach Pause zu machen. Dann machen wir das nächste Mal da gemütlich weiter, oder? Doch, das entscheide ich jetzt einfach mal so. Okay? Machen wir so. Ja, ich hoffe, es hat euch bis hierhin Spaß gemacht. Ne? Ich werde erstmal kurz speichern, sicher. So, zack. Wo ist unser Spielstand? 8.6. Da ist er. So, Murmel. Nein, Silver. Nein. So. Zack. Gespeichert. Ja, und halt. Dann gehe ich zurück ins Hauptmenü. 5 Minuten Pause, meinst du, ne? Da hättest du das normale Mann plötzlich auch noch wach. Nein. Ich mache jetzt hier, ich wollte ja, ne, die Sommerblockbuster so ein bisschen durchziehen und dann machen wir immer so ein bisschen weiter. Wir haben natürlich jetzt das Pfingstwochenende vor uns, aber ich schaue einfach mal. Also ich kann nichts versprechen, aber vielleicht werde ich zwischendurch dann doch nochmal zum Stream kommen, aber dann würde ich mich melden. Dann seht ihr es im Discord. Ja, die ganze Zeit war da. Noch kurz Chat. Wir können noch ein bisschen quatschen, das können wir machen. Aber mit Uncharted war es das für heute erstmal. Von daher gesehen, ne? Geht's dann nächstes Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, in den Titel reinzugucken. Ich finde, man sieht aber auch schon, dass sie eine Schippe draufgelegt haben zum ersten Teil. Ne? Also sie haben sich mehr getraut und die Inszenierung ist halt ein bisschen krasser. Es wird spannend. Es geht weiter auf jeden Fall.